Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Clementine ist weg und ohne viel rumzuquasseln werde ich jetzt auf Spiel fortsetzen klicken, weil wir sie gerade suchen. Oh Gott. Die Mütze. Okay, hebt ihr auf? Mensch, das ist ein Notfall, renn doch mal wenigstens. Ein paar Schritte kannst du auch wohl noch rennen. Oder nicht? Errungenschaft freigeschaltet, der Morgen danach. Das hat sie einer tatsächlich gesoffen oder so. Scheiße. Was ist da? Okay, das Spiel steht. Ja, Spiel? Hi. Hallo? Ich bin's, Dani. So, jetzt geht's wieder. Fuck! Okay. No. Hat er uns gebissen? Fuck. Lee? Lee? You out here? Lee? Sind wir jetzt... Nee, ganz... Hat er uns jetzt gebissen? Ernsthaft? What are you doing out here? It ain't safe. Lee? Wir müssen es denen zeigen, die haben recht drauf. She's not in her room. Vernon ain't in the house either. Wir müssen es denen zeigen, vielleicht helfen die uns. Den Arm abhacken. Noch haben wir Zeit. Wir haben noch Zeit. Hack bitte das. Hack den Arm ab. No, no fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? Then who the hell took her? I don't know. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. Oh, Vernon! Er hat sie mitgenommen, oder was? Wherever she is. Da kann man doch einfach nicht mal Mädchen klauen. Okay. What do you need from us? Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, könnt ihr trotzdem meinen Arm abpacken? She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Thanks, you guys. I appreciate it. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sehr wenig Zeit habe ich noch. Wir wissen, wie schnell es geht. Always been there for me, Lee. Always had my back when I What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Bitten or not, ein schlechter. To the end. You can count on me. What about you? Danke. Man? Now hold on a minute. You're not really thinking about bringing him with us, are you? Ne, der bringt nur Unglück. Komm, dafür habe ich ihn nicht gerettet. Ben, I'm sorry, but I need Kenny on this. Maybe you should stay with the boat. Okay, sure. Just don't fucking lay a finger on it. You hear? Und fahr damit nicht aufs Meer. Ich habe jetzt Ben einfach zurückgelassen, weil er immer nur Unglück bringt. What choice do we have? If anything has happened to that boat when I get back, I will fucking bury you in that backyard. Are we clear? Oh Mann, der macht doch alles falsch. Aber ich glaube, ums Boot müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Jedenfalls wir werden das Boot nie wieder erreichen. Vielleicht hat Clementine noch eine Chance. Und das ist doch darauf... Das ist es doch, worauf es ankommt, oder nicht? Dass Clementine eine Chance kriegt, groß zu werden. Und scheiße, Errungenschaft freigeschalten. Vorletztes. Vorletztes? Ist das die vorletzte Errungenschaft, oder was? Okay, das Spiel geht nicht mehr lang. Es neigt sich dein Ende zu, das wusste ich ja eh, aber dass es so rasant geht... Scheiße, sie sind weg! Warum? Wo sind sie? Where the hell are they? Looks like they Clem? Got out of here in a hurry. Haben sie ihn hingebracht? Vernon, get out here!
There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Scheiße, sind weg. Okay. Nicht okay. Gar nicht okay. Was machen wir jetzt? Scheiß Walker, verpisst euch. Ich habe andere Probleme. Wo wollen die denn alle hin? Gibt's eine Massenwanderung? Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Clem! Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Holy. Das ist nicht Vern. Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. Was willst du? But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Ich mach dich fertig, bitte tu ihr nicht weh. Was willst du von mir? Bitte. Was? Ernsthaft? Okay. Okay, der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Fehlt da nicht irgendwie ein Wort? Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Ja, was habe ich den Jungen auf den Dachboden? Du und 74% der Spieler haben ihn umgebracht. Hippokratischer Eid. Hast du Ven belogen oder betrogen? Nein, ich war rational und aufrichtig. Hast du Clementine mitgenommen? Ich bin voll Mainstream heute gewesen. Hast du Ben in den Tod stürzen lassen? Nein. Hast du der Gruppe den Biss gezeigt? Ich bin einfach zu nett, Leute. Ich bin zu Mainstream. Ich bin einfach Mainstream. Wie scheiße ist das denn? Egal, wir fahren jetzt ganz schnell fort. Wer begleitet Lee? Oh, da gibt's verschiedene Sachen. Oh, also, bei mir sind es Frau Quista heißt sie. Quista, Umid und Kenny. Das sind 13%, die haben's gewählt. 10% ist Ben. Wer geht bitte freiwillig mit Ben? Wie blöd kann man sein? Dann gibt es noch Ben und Kenny. Ist man auch ziemlich dämlich. Dann gibt es alle. Dann gibt es Quista und Umid. Dann gibt es Quista, Ben und Umid und Kenny nicht. Und dann gibt es nur Kenny oder alleine. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe einfach irgendwie spontan. Oh, jetzt mach bitte schnell. Ich möchte das jetzt sofort. Für euch wird es einen Cut geben. Also, bis gleich, ihr Lieben. Ich muss den Scheiß jetzt zu Ende gucken. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Baby, you gotta see this. Here, Clem. Want some batteries? I think we should look for your parents. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Maybe you should stay with the boat. Okay, sure. Clementine! Hurry! Oh, ist schon hart, wenn man jetzt Leute auch sieht, die schon längst tot sind. Aber wir müssen Clementine finden, das ist das oberste Ziel. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich nach deiner Entscheidung wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt anderes vorstellen. Warum ist sie auch weggelaufen? Get out here! Geführt, aber es hätte ich doch there gemerkt. Doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine.
Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! No, Lee. Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. Was ist es dann? Then what is it? A rescue. Eine Rettung. Warum das denn bitte? Sie ist bei mir am sichersten. Ich liebe sie. Wir haben sie die ganze Zeit wie eine Tochter behandelt. Besser. Unser einziges Kind. Die ganze Gruppe hat sie geliebt. You better not fucking hurt her. I swear. Don't worry, Pat. We'll get her back. Kenny kann uns verstehen, wenn es sein Sohn wäre. Wir wissen noch gar nicht, wo sie ist. Können wir das Signal zurückverfolgen? Okay, so ein Walkie-Talkie. Und sie muss in der Nähe sein, oder? How's that feeling? It doesn't matter. It is what it is. We don't have much time. Scheiße! Ich hab gesagt, schließ die Tür! Ich hab's gesagt, Leute! Warum hört keiner auf mich? Nothing gets here. You're still the smartest fucker out of all of us. Try to find another way out of here. Ganz ehrlich, die behandeln mich wie Luft, als wäre ich hier gar nicht da. Das wollen die mich gar nicht sehen. Waage ist es wahrscheinlich nicht. Vielleicht können wir irgendwie noch was mitnehmen. So ein bisschen Luft, so für zwischendurch, falls wir mal abtauchen müssen oder so. Oh Mann, wir müssen irgendwas finden. Ein Aufzug. Lass mich raten. Nicht betriebsfähig. Oder noch besser, Walker hinter. Kriegst du die scheiß Pistole dazwischen? Okay. Ja, ich dachte, die kannst du irgendwie so dazwischen stemmen. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass du dich freischießt dadurch. So blöd bin ich auch nicht. Habe ich da irgendwie noch... Vielleicht brauche ich nur ein Brecheisen oder so. Jetzt probierst du es doch wieder. Ich habe gesagt, schau es dir an, aber nein, Männer müssen ja gleich... Krieg ich das auch? Okay, jetzt zum dritten Mal. Ich glaube, es klappt wirklich nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen wir es noch ein viertes Mal probieren? Nein, okay. Die Zeit drängt. Wir schauen uns jetzt doch mal diese scheiß Waagschale an. Die hängt wahrscheinlich nicht umsonst. Vielleicht können wir irgendwie was auf... Shit. This is a moor. Ja. There's gotta be something in here we can use. Looks like Vernon and his people cleared their shit out of here in a hurry. Where the hell did they go? Ja, vielleicht haben sie doch was Gutes... Ist mir auch scheißegal. Vielleicht haben sie was hier gelassen. Guck mal, die Sachen hier. Können wir die nicht nehmen und irgendwie reinstemmen? Reden, Tür. Was ist das? Kühlräume. Ist da irgendwas drin? Okay, es ist nicht schade. Da! Chirurgische Instrumente. Das ist doch was. Ja, dann nimm doch irgendwas davon, du Idiot. Du kannst doch irgendwas benutzen. Um die Tür aufzustemmen. Oder nicht? Guck mal, das kannst du benutzen. Sieht doch gut aus. Ja, nein, nicht angucken. Ja, du musst damit auch nicht deine Vagina spreizen. Komm mit. Ja, komm, damit wird dein Arschloch erweitert, damit du nicht so viel Schmerzen hast, wenn du das erste Mal mit einem Mann schläfst. Das erste Mal tut immer am meisten weh und danach geht es. So, und jetzt spreizt die Beine und mach diese Tür auf. Ich wette, dahinter sind Zombies. Ich höre das Gestöhne. Obwohl, ich spreiz die Beine und ich höre das Gestöhne. Ob ich das sagen darf? Ich glaube, das passt nicht so gut zusammen. Und Zombie. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich erschrecke mich trotzdem. Betten. Habe ich recht? Habe ich recht? Alter, nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Komm, bleib mal. Bleib cool. Junge. Junge. Lee. Lee. Hallo. Hörst du mich? Ey. Es klatscht gleich. Steh auf. Steh auf. Komm, es... Du musst klären. Scheiße. Das ist sehr schlecht. Okay.
komm, reiß dich zusammen! Junge! Sorry, pal. I gotta do it. Don't kill me! Stop! He's awake! He's still bitten. So? This is about trying to save him. At the very least, buy him some time. By chopping his arm off. With my sudden arm. We know it works. Ja. We don't know anything. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. Machen wir. Wir müssen es tun, Leute. Ihr hättet es gleich tun müssen. Maybe the world. It's a big risk. Wir hätten es sofort machen müssen. We're down here without a lot of options. Bitte. Fuck it. Ja, das wird wehtun. Seriously. Natürlich wird das wehtun. Wenn es nicht wehtun würde, würde ich mich erschrecken. Scheiße. Die hacken jetzt echt unseren Arm ab. Ich kann da gar nicht hinsehen. Okay, Lee, du erträgst die Schmerzen wie ein Mann und ich mache die Augen zu. It'll be over before you know it. Just gotta get through. Oh Gott. Oh Leute, ich kann nicht hinsehen. Wie so ein Horrorfilm. So, immer nur durch gespannte Hände. Jetzt mach doch einfach Kenny. Ja, komm, wir stellen uns nochmal bewusstlos. Alles gut. Oh nee, Krista, echt jetzt? I'll go as fast as I can. Du hast doch nicht die nötige Kraft, das... Oh Gott. Okay, du hast nicht die nötige Kraft, das tut doch weh. Nicht schreien, Lee. Fast would be good. Look. Try to stay still. Just hold on. Oh Gott. Ach du Scheiße, kommst du durch die Knochen durch? Oh. Oh Leute. Ach du Scheiße. Oh. Was sind denn das für Methoden? Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut, Leute. Ich hab Gänsehaut. Dazu hab ich noch diesen scheiß Blutgeschmack im Mund, weil ich mir vorhin auf die Lippe gebissen habe und... Oh Gott. Das ist einfach nicht okay. Oh fuck. Wo ist mein Arm? Ich möchte ihn noch einmal sehen. Ich möchte ihn noch meinem Arm... Oh Gott, ich will ihn noch nicht mehr sehen. Oh. Wir haben keine Zeit. Oh Gott. Ich hab Gänsehaut. Do you think you'll be able to... Scheiße. You lost some blood. Ich kann. Ich schaff's. Ich muss. Ich muss. Können wir dir nicht den Arm hinwerfen, so als Leckerchen, dass sie dann wegbleiben? Ich hab den Abstürzen. Mann, aber ohne Strom? Wie soll bitte sowas ohne Strom funktionieren? Oh Mann. Okay, da ist eine Leiter. Das hätte ich mir auch denken können, aber habe ich nicht. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Ja, das wäre das Beste. Ja. Was denkst du denn? Ich bin mit einem Arm immer so gut wie ihr mit beiden. Oh Gott. Naja, vielleicht nicht ganz so gut. Kannst du auch mit dem Stummel festhalten. Mehr Schmerzen wird es eh nicht mehr bereiten. Okay. Ah! Warum schreit ihr alle? Ihr wisst doch, wie schreckhaftig ich bin. Na los, weiter, Ali. Das schaffst du, Großer. Tu es für Clem. Wir haben noch sehr wenig Zeit. Walker können, glaube ich, nicht klettern. Wir können auch für immer auf der Leiter bleiben. Was damit? Ein Leben als Leiteraffe. Was ist los? Watch out! Geh weiter! Pass auf! Everything okay up there? Oh, just fucking peachy. Ach du Scheiße. Ja, alles peachy. Ich gut. Peachy. Ja, peach. Okay. Nein, da ist wer. Da ist wer. Lee, da ist wer. Lee, da ist. Lee, guck doch mal. Lee, da sind welche. Lieber Aldi. Ach du fucking Scheiße. Haben wir jeden Zombie in dieser fucking Stadt, in diesem fucking Haus? Ich sag ziemlich auf fucking, aber das ist fucking Scheiße. Aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Puh, wenn nicht wir, wer sonst? No Held. Hospital.
war einfach nur help, keine Ahnung. Krankenhaus, das ist eine perfekte Gelegenheit. Lass uns hier bleiben, hier gibt's Betten und Zombies. Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. They didn't follow us here, did they? Sure, ja, haben sie immer hier hingelockt, oder wie? That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. Clementine's out there somewhere. Gobbled up in all of that. We'll get to her, Lee. We'll do whatever we have to. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. Don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. If you find yourself getting winded, or naja, geht, ne? Worse, you gotta let us know. Well, it wasn't my favorite hand anyway. Well, you haven't lost your spirit. Seriously, though, don't treat me any different. I got one goal, you hear me? Yeah, we do. Oh Gott, das sieht so schlimm aus mit den Armen. Ich habe mal eine Frage. Weiß einer von euch, ob wir den Arm hätten behalten können? Oder wäre es so oder so abgenommen worden? Let's get our bearings. Vielleicht hätten wir ihn ja behalten können, wenn ich gesagt habe, nein, schalt ihn nicht ab, ich schaff doch so, dann hätten wir wenigstens zwei Arme gehabt. Errungenschaft freigeschaltet. Ins Feuer. Okay, ich sehe zwar noch kein Feuer, aber das sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Damit bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead. Bis dann. Ciao.